Hallo ihr Lieben, heute bauen wir das Haus von der lieben Anne und von dem lieben Akeno. Ja, ich habe probiert, ein eigenes Haus zu bauen. Es war ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwer, weil ich baue nicht so oft Häuser in Sims. Aber ich bin dann doch am Schluss ganz zufrieden. Jetzt am Anfang baue ich zwar einen dritten Stock, den werden wir aber. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass wir den erst später bauen, weil ich habe überlegt, ob wir jetzt schon den Turm für Aurora bauen, für Rapunzel bauen, weil ja die nächste Generation Rapunzel ist. Aber das machen wir erst dann, wenn das Kind da ist. Das finde ich passt zeitlich, oder eher gesagt, passt ein bisschen besser in die Story rein. Weil jetzt gerade plant ja Anne auch eigentlich noch gar keine Kinder. Genau, ich habe jetzt den Außen und den Bereich jetzt nicht so super krass gestaltet. Das werde ich auch erst so ein bisschen am Schluss gestalten. Also das Dach und so, weil ich mir da immer noch ein bisschen unsicher war mit dem Hin- und Herschieben. Aber ja, genau. Man merkt, dass ich im Hausbau oft am Anfang nicht da bin. Das liegt daran, dass ich mir probiert habe, ein paar Inspos zu suchen für diesen ganzen Mount Komorabi-Stil, weil das ist ja nochmal ein anderer Stil. Und ich habe probiert, mir da einfach Ideen im Internet zu suchen. War ein bisschen schwer, aber genau. Und das andere, was ich auch noch sagen muss, auf der oberen Etage sind mir oft Fehler unterlaufen. Da habe ich oft Sachen geändert. Also da ist eigentlich gefühlt, wie es am Anfang war, und nichts mehr so, wie es am Schluss aussieht. Deswegen kann das ein bisschen durcheinander wirken, weil ich oben wirklich super viel ändere und das immer wieder. Also wundert euch da nicht, das ist, ja, das ist, das tut mir auch sehr leid, weil ich selbst finde es auch sehr durcheinander, was ich da oben alles fabriziert habe. Genau, wie gesagt, wir bauen hier das Haus für Anne und Akeno. Ich habe probiert, das Haus ein bisschen offener zu gestalten, aber halt auch Zuräume zu machen. Zum Beispiel, das bleibt auch nicht so, weil das war mir dann zu, weil, und ich wollte unbedingt die Tür platzieren. Ich baue halt immer Häuser, wo alle Räume abgetrennt sind. Also meistens ist bei mir Ess- und Küche noch so zusammen, aber der Rest ist dann getrennt. Und dann dachte ich mir so, das will ich ein bisschen anders machen in dem Haus. Und ich will es alles ein bisschen offener gestalten, aber halt auch nicht zu offen. Also ja, genau, deswegen ändere ich das jetzt hier gerade nochmal einmal. Ich bin aber ganz zufrieden, wie es dann am Schluss auch gelaufen ist. Das wird auch nicht so bleiben, aber es kommt jetzt schon ganz schön nah dran, wie es am Schluss aussehen wird. Ja. Genau. Ich habe jetzt erstmal, das werdet ihr später noch sehen, ein Knatzmatt eingebaut. Wann wir dieses Knatzmatt dann benutzen, mal schauen. Aber jetzt derzeit ist noch ein Knatzmatt da. Ich habe auch erst ganz am Schluss die Deko und Accessoires gesetzt, weil ich erstmal alle Möbel stehen haben wollte, außer in der Küche, weil Küchen, da muss ich direkt dann die Accessoires immer machen. Genau. Ja, ich glaube, mehr gibt es auch eigentlich gar nicht so wirklich zu erzählen. Ich habe es halt, wie gesagt, probiert, in diesem Stil von Mount Komorabi zu halten. Das meine ich, habe ich mir jetzt Inspos gesucht, aber das kommt noch ein- oder zweimal vor. Wundert euch nicht. Ach, und was ich auch noch sagen muss, das Haus steht nicht mehr auf dem alten Grundstück. Wir ziehen jetzt eins weiter nach links, glaube ich. Also ganz in die Nähe, aber halt ein Grundstück weiter daneben. Weil mir das alte, das war mir ein bisschen zu klein. Und ich hätte jetzt voll Bock, halt auch ein bisschen größer zu machen. Wieso ich auch noch keinen Garten eingerichtet habe, das liegt daran, dass ich mir ein bisschen unsicher bin, was man in Mount Komorabi in den Garten stellen will. Also wir werden auf jeden Fall noch ein Blumenbeet platzieren für die Blumen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ob wir da jetzt ein Gewächshaus platzieren oder einfach nur die Blumen, das weiß ich noch nicht. Genau, ich glaube, das war es dann auch alles schon, was ich sagen wollte. Hier sieht man jetzt, da habe ich auch noch mal ein bisschen probiert mir ein paar Inspos zusammen. Ich war mir auch mit der Küche nicht so sicher, das kann ich auch noch schnell sagen, weil mir die Mount Komorabi Küche, das ist mir zu offen, weil da sind ja jeder Schrank ist offen. Finde ich ja an sich nicht schlimm, aber ich finde es dann komisch, wenn da nichts drin steht. Deswegen habe ich mich dann für zugeschränkt entschieden. Ob ich die Küche noch mal einen Ticken dunkler mache,
Das weiß ich noch nicht. Was ich, ach ja, das muss ich auch noch sagen. Es könnte sein, das müssten wir noch nachträglich ändern, dass in jedem Raum die Fenster eine unterschiedliche Höhe haben. Weil zum Beispiel im Wohnzimmer und in der Küche sind die Fenster eins höher als als vorne im Eingangsbereich. Genau. Ja, ich glaube, das war jetzt alles, was ich sagen will. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Es sind zwei Räume leer, weil ich mir oben im Flur war ich mir nicht so sicher, was ich da hin machen könnt, kann. Da könnt ihr mir noch ein paar Tipps schreiben. Und das Kinderzimmer ist halt noch leer, weil ich will jetzt nicht ein Kinderzimmer einrichten und am Schluss kriegen wir dann ein komplett anderes Geschlecht. Okay, genau. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Sweetbit und dann tschüssi.